der Landesstiftung in Niedersachsen. Mein Name ist Jessica Buchmann und ich werde Sie heute Abend durch den Abend führen. Ich verweise zu Anfang ganz kurz darauf, dass wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die bitte in die F&A-Box, die Sie rechts unten am Bildschirmrand sehen können und wir beantworten die nach unserer Diskussion am Ende der Veranstaltung. Außerdem möchte ich auch noch auf was Aktuelles hinweisen. Und zwar hat die Friedrich-Naumann-Stiftung zum Thema Krieg in Europa auch einen Blog, über den Sie sich über die aktuellen Geschehnisse informieren können. Den Link dazu werden wir hier in den Chat stellen. Genau, dann gehen wir direkt in unser Thema über. Einige von Ihnen wundern sich vielleicht über den Titel der Veranstaltung Krieg in Europa, 6 Jahre nach der Flüchtlingskrise. Was hat das eigentlich mit heute zu tun? Aber durch Putins Krieg in der Ukraine hat es jetzt jedoch wieder eine hohe Relevanz, darüber zu sprechen, was 2015 passiert ist. Denn mit der Flüchtlingskrise 2015 stand nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa auf einmal vor einer riesigen Herausforderung, die gemeistert werden musste. Die Meinungen und Lösungen darüber, wie mit den Flüchtlingen und der politischen Situation umzugehen, es ging da sehr stark auseinander und hat auch Spaltungen in unserer Gesellschaft hervorgerufen. Die europäischen Länder hatten unterschiedliche Ansichten zur Verteilung der Flüchtlinge und manche haben sich dessen sogar ganz versperrt. Wegen Putins Krieg in der Ukraine strömen jetzt aber wieder viele Flüchtlinge nach Deutschland oder nach Europa, die dringend Hilfe benötigen. Die Frage ist jetzt allerdings, was haben wir seit 2015 gelernt, was wir diesmal besser machen können? Wie können wir den Geflüchteten jetzt schnelle und effiziente Hilfe leisten, die ihnen auch längerfristig Unterstützung bietet? Wie wird die Debatte über die Flüchtlingspolitik diesmal laufen und wird es wieder eine Spaltung hervorrufen oder auslösen? Und wie sieht unsere europäische Lösung diesmal aus? Damit wir darüber diskutieren können, haben wir heute 3 Experten eingeladen für unser Gespräch. Da haben wir zum ersten Herrn Marco Gente zu Gast. Er ist Rechtsanwalt und seit 2013 Abgeordneter der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Und dort ist er Sprecher für Recht, Verfassung und Justizvollzug sowie Innenpolitik. Dann haben wir Jan-Christoph Oetjen zu Gast. Er war 16 Jahre lang Mitglied des Niedersächsischen Landtags und seit 2019 ist er Mitglied des Europaparlaments. Dort ist er Stellvertreter im Entwicklungsausschuss und im Unterausschuss für Menschenrechte. Dann haben wir als drittes noch Herrn Dündar Kelogu. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Ausländerrecht, Flüchtlingsrecht und Strafrecht und er ist Vorstandsmitglied im Flüchtlingsrat Niedersachsen. Er vertritt seit 2000 den Flüchtlingsrat in der Kommission für Fragen der Migration und Teilhabe des Niedersächsischen Landtages. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, ich würde direkt in die Diskussion mit Ihnen drei übergehen und würde zuerst mal Herrn Oetjen gerne fragen, ob Sie für uns einmal rekapitulieren könnten, wie die Situation 2015 aussah in der Flüchtlingskrise und welche Gemeinsamkeiten diese Situation mit der heutigen Situation hat. Was haben wir politisch dort vielleicht gut gemacht und was ist schiefgelaufen und welche Folgen hatte das für die Flüchtlinge, für die Politik und unsere Gesellschaft bis heute vielleicht? Ja, vielen Dank, Frau Buchmann, für die Einladung. Wenn Sie sich daran erinnern, wie das 2015 gewesen ist, als das Ganze losging, Ausgangspunkt der Krieg in Syrien und die Massaker an der Zivilbevölkerung, die von Bashar al-Assad verübt wurden im Zuge eines blutigen Bürgerkrieges. Möchte ich als erstes mal feststellen, wir haben es in beiden Situationen mit Menschen zu tun, die vor einem Krieg fliehen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort abgeschlachtet werden. Ich sage das so drastisch oder dramatisch, weil es einfach der Wahrheit entspricht und dem Gefühl der Menschen, die weggelaufen sind. 2015 hatten wir ja eine Fluchtbewegung, die eine größere Zahl von Flüchtlingen betraf, als das derzeit
an Flüchtlingen in der Ukraine betraf. Also wir reden ja heute in der Ukraine von etwa 4 Millionen Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten. Das sind deutlich mehr Menschen, die aus Syrien flüchten mussten. Aber es sind weniger Flüchtlinge aus Syrien in der Europäischen Union angekommen, als in dieser jetzigen, als beim jetzigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es sind etwa 2 Millionen, ich sag mal über einen ganz dicken Daumen, die 2015, 2016 in der Europäischen Union angekommen sind. Davon, wenn man beide Jahre zusammennimmt, wir wissen ja ehrlicherweise nicht so ganz genau, wann sie alle gekommen sind, weil das mit der Registrierung so lange gedauert hat, wenn Sie sich alle daran erinnern, in den beiden Jahren über 1 Million Flüchtlinge insgesamt, die in Deutschland angekommen ist, bis zu 1,2 Millionen. Und das sind mehr als doppelt so viele wie dieses Jahr mit der Ukraine-Krise bisher. Wir gehen ja von gut 400.000 Flüchtlingen aus, die derzeit aus der Ukraine in Deutschland angekommen sind. Heißt also, innerhalb der Europäischen Union hat dieses Mal Deutschland nicht den Löwenanteil der Flüchtlinge, die aufgenommen werden, sondern nur einen geringeren Anteil, weil es wie immer so ist, dass die Nachbarländer eines Kriegsgebietes die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Das ist in Syrien auch so. Das ist in Syrien ist die Türkei, der Libanon, ist es Jordanien, wo Flüchtlinge hingeflohen sind. Bei der Ukraine ist es auch so, dass es Polen als etwa die Hälfte aller Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt und andere Nachbarländer, auch kleine Nachbarländer wie Moldau, wie Ungarn, wie die Slowakei, haben große Teile der Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen. Aber die große Gemeinsamkeit ist, es sind Menschen, die vor Krieg flüchten und die zum Teil traumatisiert sind von dem, was sie erlebt haben. Das heißt also, sie brauchen Unterstützung. Es sind als erstes einmal Menschen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen. Und diese Hilfe versuchen wir, ihnen angedeihen zu lassen. Und eine der Lehren, darf ich schon von Lehren sprechen, Frau Buchmann? Eine der Lehren aus 2015, 16, wo die Menschen, als sie in der Europäischen Union angekommen sind, ja, ich sag mal, alle das Asylverfahren durchlaufen mussten, die Registrierung machen mussten und es ja eine große Unsicherheit auch in der Bevölkerung in Deutschland gegeben hat, weil sie sahen, dass der Staat damit überfordert ist, mit dieser Menge von Menschen und dass die Administration nicht hinterherkommt. Das machen wir dieses Mal besser und anders, weil wir über die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, finde ich ein schreckliches Wort auf Deutsch, auf Englisch heißt es Temporary Protection Directive, klingt viel, beschreibt viel besser, was es ist, nämlich dass den Menschen unmittelbar ein Schutzstatus zugewiesen wird. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Lehre aus dieser Krise 2015/16 ist, dass jetzt die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr viel schneller zusammengefunden haben, gehandelt haben, diese Richtlinie aktiviert haben, die halt ermöglicht, dass alle die aus der Ukraine flüchten, unbürokratisch erstmal einen 90-Tage-Schutzstatus bekommen und dann in der Folge, ich sag mal, auch langfristig die notwendigen administrativen Schritte übernehmen können. Aber wir haben nicht diese Missorganisation, wie wir sie ja hatten, die auch zum Teil sehr unmenschlich gewesen ist, dass die Leute irgendwo hingefahren wurden, dann verteilt wurden auf die Bundesländer, dann zugewiesen wurden auf die Kommunen. Das alles findet dieses Mal nicht so in diesem Maße statt, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer, die flüchten, im Wesentlichen auf Netzwerke zurückgreifen oder zumindest sehr stark, deutlich stärker als das die Syrerinnen und Syrer konnten, auf Netzwerke zurückgreifen, privat untergebracht werden bei Bekannten, Verwandten, als das vorher der Fall gewesen ist. Also ich glaube, dass das so die wesentlichen Unterschiede sind, aber das, was halt gleich ist,
ist erstmal, es sind Menschen, die fliehen, die vor einem Krieg fliehen, die davor fliehen, getötet zu werden, weil das ist das, was ihnen droht, wenn sie in ihrer Heimat bleiben, die vertrieben wurden aus ihrer Heimat und die Hilfe brauchen und Unterstützung. Und ich glaube, dass bei allen Diskussionen, die wir in der Migrationspolitik immer haben, uns daran erinnern sollten, dass das erstmal das Grundprinzip ist, ja? dass Menschen, die fliehen und vor Krieg fliehen, vertrieben werden, unsere Hilfe brauchen. Genauso wie zumindest bei mir zum Teil meine Vorfahren, die nach dem Krieg vertrieben wurden, aus Gebieten, die dann nicht mehr deutsch gewesen sind, nach dem Zweiten Weltkrieg auch Unterstützung und Hilfe brauchten. Ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, dann ist erstmal eine gute Basis zumindest dafür, dass man menschlich mit den Menschen umgeht und nicht nur sozusagen administrativ und auf dem Papier. Und ich glaube, dass wir vieles lernen können von dem, was mit den Syrern gut geklappt hat und nicht gut geklappt hat, was das Thema Sprachvermittlung, was das Thema Arbeitsaufnahme und Ähnliches angeht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht mein Thema jetzt. Darüber können wir aber im Laufe der Veranstaltung gerne noch sprechen. Ja, danke schön für das einleitende Statement erstmal. Ich würde gerne die nächste Frage an Herrn Gente und an Herrn Keloglu richten. Und zwar hat Herr Oetjen gerade schon sehr treffend angesprochen, dass es hier um Menschen geht, die hierher kommen. Und da stellt sich die Frage, welche Hürden oder Schwierigkeiten haben diese Menschen eigentlich erstmal, wenn die nach Deutschland oder nach Europa generell kommen? Was benötigen die da oder womit haben die Schwierigkeiten? Und was für Besonderheiten gibt es da oder gab es Besonderheiten für die syrischen Flüchtlinge damals, die heute anders sind als ukrainische Flüchtlinge? Zum Beispiel auch aus rechtlicher Sicht oder wie Herr Oetjen auch gerade schon gesagt hat, gibt es ja jetzt diesen Schutzstatus, was sehr gut ist, aber welche Hürden gibt es da noch für diese Menschen? Ja, vielleicht darf ich da gleich ein Stück weit einsteigen, wo wir eben schon aufgehört haben. Das ist ja tatsächlich so, diese Menschen kommen ja nicht freiwillig nach Deutschland, sondern die kommen nach Deutschland, weil ihnen zu Hause die Bomben auf den Kopf fallen und weil sie umgebracht werden. Das muss man bei all den Diskussionen, die man da führt, auch wirklich im Hinterkopf behalten. Und ich war am Wochenende in Berlin und musste eine Weile auf dem Hauptbahnhof dort warten auf meinen Zug und habe das teilweise sehen müssen, wie da auch ukrainische Menschen angekommen sind. Und das ist wirklich schon unfassbar traurig zu sehen. Ja, das sind Menschen, die sehen aus wie du und ich. Die sind gekleidet wie du und ich. Und die sind es in einem völlig fremden Land und mussten wahrscheinlich all ihre Dinge da auch zurücklassen. Das ist, es ist wahnsinnig bitter. Also das ist, glaube ich, das Bitterste, was ich in meiner politischen Karriere überhaupt jetzt miterleben musste. Jan-Christoph Oetjen hat eben schon so ein paar Zahlen gesagt, wie viele Flüchtlinge eigentlich jetzt im Moment hier ankommen. Und ich habe aus dem Innenministerium also sozusagen tagesaktuelle Zahlen und würde die vielleicht mal ganz kurz nennen, damit wir vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, worüber wir eigentlich sprechen. Also im Moment ist es so, dass bundesweit täglich 3.000 Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Man muss allerdings auch schon feststellen, dass einige bereits wieder zurückreisen. Das sind oft welche, die aus den westlichen Gebieten geflohen sind und jetzt feststellen, dass möglicherweise da eine Perspektive ist, dass der Krieg nicht ganz in den Westen der Ukraine geht. Also da gibt es bereits eine Bewegung auch wieder zurück. Aber es kommen immer noch sehr viel mehr Menschen, als welche wieder zurückfahren in die Ukraine. Für den Niedersachsen bedeutet das, dass es circa 300 bis 400 Ankünfte pro Tag sind. Das ist auch schon hier ein, sage ich mal, sehr großer Aufwand auch der Behörden, um das vernünftig zu organisieren und bitteschön auch wesentlich besser zu organisieren, als das 2015 möglich gewesen ist. Nun ist auch ganz aktuell die Halle 21 auf dem Messegelände in Hannover auch weiter im Betrieb, sage ich mal. Das war auch alles etwas schwierig, weil die Messen jetzt auch da anfangen und die Hallen irgendwie gebraucht werden. Aber das kann Gott sei Dank da so weitergehen. Inzwischen sind auch 42 Schwerverletzte aus der Ukraine bundesweit evakuiert worden. 14 davon befinden sich in niedersächsischen Krankenhäusern. Und auch in den Schulen sind viele ukrainische Kinder angekommen.
Inzwischen 7.500 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine besuchen jetzt auch niedersächsische Schulen. Im Kita-Bereich sind es gar nicht so viel, landesweit 340 Kinder. Und wir haben eben auch schon teilweise angesprochen, auch einige Studenten an den Hochschulen, 363 aus der Ukraine inzwischen, die hier weiter studieren. Übrigens aus Russland sind es ungefähr doppelt so viele Studentinnen und Studenten, die dort sind. Also das, wie gesagt, ganz aktuelle Zahlen. Wie eben schon gesagt wurde, findet diese Flüchtlingsbewegung eigentlich, mal abgesehen von dem Grund der Flucht, unter ganz anderen Vorzeichen statt, weil die europäische oder auf der europäischen Ebene eben dieser Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz festgestellt wurde. Und den Flüchtlingen bleibt also erspart, diesen Flaschenhals-Asylverfahren in jedem Bereich einsetzen zu müssen, was sagen wir mal, ein fürchterlicher bürokratischer Aufwand auch gewesen ist. Der große Unterschied liegt auch darin, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr viel mobiler sind als die syrischen Flüchtlinge 2015. Also da hat sehr viel über das Verteilungssystem stattgefunden, auch teilweise wirklich nicht so schön, wo also die Busse denn praktisch in die einzelnen Länder geschickt worden sind, um die Flüchtlinge zu verteilen. Hier ist es so, dass viele Menschen aus der Ukraine schon ja Verwandte, Freunde oder so haben, zu denen sie denn natürlich auch reisen. Ne? Ich meine, das ist menschlich absolut nachvollziehbar, dass wenn ich in einem fremden Land bin, dass ich mir dann natürlich jemanden suche, den ich vielleicht kenne, der mir in irgendeiner Form hilft, damit auch zurechtzukommen. Aber das stellt natürlich dann auch die Kommunen, die dann so eine Art Hotspot werden, vor eine große Herausforderung. In Hannover ist es zum Beispiel so, dass da 20% der Ukrainerinnen und Ukrainer zurzeit sind. Und da ist es dann natürlich auch schwierig für die Kommunen, damit dann auch umzugehen. Zum Glück ist es jetzt ja so, dass demnächst ab dem 1.6. nicht mehr die Kommunen zuständig sein werden für die Finanzierung, sondern dass das der Bund übernimmt. Das heißt, ab dem 1.6. werden die Ukrainerinnen und Ukrainer maßgeblich mit dem Asylbewerberleistungsgesetz denn versorgt, was eine bessere Versorgung ist, als das jetzt der Fall ist. Also sie werden praktisch versorgt wie anerkannte Asylanten. Das ist sehr zu begrüßen. Und sie haben die Möglichkeit, und das ist auch ein entscheidender Unterschied zu den syrischen Menschen, auch hier eine Arbeit aufzunehmen. Das ist ja auch eine der großen Probleme, sag ich mal, die wir 2015 hatten. Kein Mensch sitzt gerne in irgendeiner Bude und guckt den ganzen Tag die weiße Wand an, sondern die Menschen wollen denn auch irgendwie was tun, sich beschäftigen. Und gerade wenn man, nach so eine fürchterliche Flucht hinter sich hat, dann hat man sicherlich auch den Drang, sich irgendwie wieder einzubringen, irgendwie wieder was zu machen. Und das ist bei den ukrainischen Menschen jetzt sehr viel leichter. Hintergrund ist natürlich auch, dass viele der ukrainischen Flüchtlinge ja auch eine entsprechende Bildung schon haben. Also sie haben eine europäische Schulbildung. Viele von denen haben sogar einen Beruf, gegebenenfalls auch Berufe, die hier durchaus gefragt sind. Da kommt es natürlich jetzt entscheidend darauf an, dass man auch die Sprachbarrieren denn da, ich sag mal, brechen kann, dass die Menschen Deutsch lernen und sich dann hier irgendwie ja integrieren können oder vielleicht sich sogar ein neues Leben aufbauen können oder zumindest die Zeit, die sie hier bleiben müssen, damit wesentlich besser, persönlich besser gestalten können, als das in Syrien und Syrern möglich gewesen ist. Also das ist sicherlich ein ganz großer Unterschied. Und in dem Sinne haben wir hoffentlich auch eine ganze Menge gelernt. Ich glaube, die Frage war auch an mich weitergestellt worden. Dann würde ich mal auch dran anknüpfen und meine Einschätzung da fortführen. Vielen Dank, Frau Buchmann, für die Einladung. Welche Gemeinsamkeiten haben wir? Wir haben beide Gemeinsamkeiten bei Flüchtlingen aus Syrien und aus der Ukraine. Kriegspartei in beiden Fällen, dürfen wir nicht vergessen, ist Russland. Denn die Russen haben an der Seite von Assad ganze Landstriche, Städte in Syrien bombardiert und haben dort Erfahrungen gemacht, wie man die Zivilbevölkerung zermürbt, wie man sie zur Flucht bewegt und ganze Landstriche entvölkert, um überhaupt die Macht wieder zu erlangen. Macht bedeutet dort einfach
Zerstörung. Und das Gleiche erleben wir in Ukraine. Das sind die Gemeinsamkeiten. Russland ist in beiden Fällen Kriegspartei. Und was wir nicht gelernt haben, ist, was wir immer gefordert haben, bitte Fluchtursachen bekämpfen. Wir haben gegenüber Russland und gegenüber anderen autoritären Ländern immer gesagt, Europa, Deutschland, bitte die Zusammenarbeit mit diesen Ländern einstellen, weil es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Länder ihren Krieg in anderen Teilen weitertragen, was wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass wirklich so ein derzeitiger brutaler Angriffskrieg, ein völkerrechtswidriger Krieg, ein Völkermord mitten in Europa stattfindet. Das hat natürlich eine Qualität, die wir so in Europa nicht erwartet haben. Was haben wir daraus gelernt? Was haben wir gelernt? Das wurde auch schon von Herrn Dr. Gento und Herrn Oetchen auch dargelegt. Ist gelernt, wir haben gesagt, bei den ukrainischen Flüchtlingen machen wir eine dezentrale Unterbringung. Wir machen nicht diesen riesen Verwaltungsaufwand mit den ganzen Verteilungsschlüssel über alle Bundesländer, sondern dass die Flüchtlinge erstmal grundsätzlich die Kommune auswählen können, wo sie hinwollen. Das natürlich ist ein wesentlicher Unterschied. Und das dezentrale Unterbringung, das haben wir insgesamt, was alle Flüchtlinge betraf, nicht nur die Ukrainerinnen, vor allem haben wir gefordert als Flüchtlingsrat, als Flüchtlingsorganisation. Deswegen ist es erfreulich, dass eben unkompliziert erstmal die Anmeldungen, die Verteilungen funktionieren. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, das sind Menschen, die in ein Land kommen, wo insgesamt der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Die Wunschvorstellung ist, dass wir dezentral unterbringen. Es gibt private Initiative, die Menschen aufnehmen. Das ist so, dass honorieren wir mit wirklich Respekt, auch in einer näheren Umgebung, Nachbarschaft, ist auch durch meine Person, wir haben Menschen erstmal vorübergehend untergebracht in Räumen, die aber nur eine vorübergehende Lösung ist. Diese Menschen brauchen Wohnraum. Die Frage ist, so schnell werden wir Wohnraum nicht schaffen können. Es rächt sich, dass wir in den letzten Jahren Wohnraum nicht geschaffen haben. Deutschland hat in den letzten Jahren nicht nur Überflucht, sondern insgesamt Zuwanderung erlebt. Das spricht für den Standort Deutschland. Allerdings war der Zustrom und Schaffung von Wohnraum ging nicht irgendwie synchron miteinander. Und das rächt sich aktuell. Und ich befürchte, dass das nicht die letzten Flüchtlinge aus der Ukraine werden. Und ich befürchte, dass dieser Krieg lange andauert, dass ich natürlich hoffe, dass der Krieg so weit wie möglich aufhört. Das ist natürlich die Hoffnung. Aber so wie die Konstellation derzeit ist, wenn man versteht, was eigentlich Putin will, er will die Zerstörung der Ukraine, nicht mit allen Mitteln Zerstörung der Ukraine. Und da befürchte ich, dass es nicht die letzten Flüchtlinge waren und mehr als diese 3.000, die ankommen, sich mehr erhöhen werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass nicht alle Ukrainer Ukraine verlassen dürfen. Nicht? Es ist ja beschränkt auf bestimmte Personenkreise. Und wenn das nicht so wäre, würden mit Sicherheit viel mehr Menschen aus der Ukraine in den Westen Richtung Westeuropa fliehen. Was diese dezentrale Unterbringung erstmal positiv. Allerdings ist es so, dass hier die Kommunen nicht alleine gelassen werden dürfen. Es ist positiv, dass die Menschen unkompliziert sich bei den Ausländerbehörden melden. Aber wir treffen uns hier aus unserer Praxis auf Ausländerbehörden, die chronisch unterbesitzen. Dass sie ihre bisherigen Aufgaben, unabhängig jetzt von der Problematik, die jetzt auf uns zusteuern, nicht richtig lösen konnten. Und die Pandemie hat es auch gezeigt, dass in anderen Bereichen wir eine Unterbesetzung haben und viele Anträge nicht zeitnah erledigt werden konnten. Und es fehlt an Personal vor Ort. Es fehlt an Personal bei den Kommunen. Es fehlt Personal bei den Ausländerbehörden. Es ist positiv, dass erstmal unkompliziert, da hat Herr Oetchen, auch Herr Dr. Gente das auch mal dargelegt, dass erstmal vorläufig ein Aufenthaltsrecht ausgesprochen wird. Es ist positiv, das haben wir gelernt, dass die Menschen sofort, wenn sie einen Antrag gestellt haben, Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Bei den bisherigen Flüchtlingen war es ja nicht so, soweit sie in den Landesaufnahmebehörden waren, bis zu der Verteilung, gab es ein Beschäftigungsverbot. Und später, bis sie dann ihren Status bekommen haben, als dieser Beschäftigungsverbot de facto ging weiter. Es ist so, dass bei anderen Flüchtlingen weiterhin immer noch da ist, dass man erst mit Genehmigung der Ausländerbehörden eine Beschäftigung erlaubt wird. Das heißt, jede Beschäftigung, jeder Zugang zum Arbeitsmarkt muss eine Ausländerbehörde bearbeiten und das muss sich
insgesamt ändern. Es ist positiv, dass jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen das so gut funktioniert, der Zugang zum Arbeitsmarkt erstmal sofort mit der Anmeldung möglich ist. Das haben wir auch gelernt. Was wir erstmal bis jetzt nicht gelernt hatten, ist das Konstrukt des Asylbewerberleistungsgesetzes. Wir haben in vielen Fällen, in Einzelfällen, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bekommen, dass in einigen Bereichen insgesamt nicht dieser ganze Asylbewerberleistungsgesetz, sondern in Teilen Verfassungswidrigkeit festgestellt worden ist. Wir halten das insgesamt Asylbewerberleistungsgesetz verfassungsrechtlich viele Regelungen für problematisch. Erst als jetzt die Ukrainerinnen zu uns gekommen, die ein Bleiberecht bekommen haben oder bekommen werden, nach § 24 hat man gemerkt, oh Gott, die sind ja den Einschränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes ja unterworfen, zum Beispiel medizinische Versorgung. Medizinische Versorgung, nur notwendige Behandlung ist da möglich. So ein richtiger Zugang zu der medizinischen Versorgung ist für diesen Personenkreis nicht gegeben. Im Übrigen ist es so, dass die Kommunen natürlich erstmal diese ganzen Leistungen erbringen müssen. Da hat der Dr. Gente das zutreffend gesagt. Ab dem 1.6. haben wir eine andere Lösung, geht erstmal über die Grundsicherung. Da soll über die Grundsicherung unkompliziert Leistungen gewährt werden können. Und da wäre auch eine Krankenversicherungsschutz gegeben, sodass auch eine notwendige Behandlung notwendig ist. Über die notwendige Behandlung ist es so, dass der einfache Sachbearbeiter beim Sozialamt in den einzelnen Kommunen entscheiden muss. Wenn wir da sehen, dass da auch da eine chronische Unterbesetzung ist, wenn sie da über diese medizinischen Fragen noch entscheiden können, ist es Wahnsinn. Deshalb hat die Politik glücklicherweise darauf reagiert und hier eine Änderung vorgenommen. Und aufenthaltsrechtlich ist es natürlich wunderbar, dass erstmal den Menschen sofort ein Aufenthaltsrecht erteilt wird und so, dass der Aufenthalt von Anfang an rechtmäßig ist. Wie gesagt, in der praktischen Umsetzung gibt es natürlich Konstellationen, wie wir mit Problemfällen zu tun haben. Dass ein Teil der Menschen, die hier hinkommen, ukrainische Staatsbürger sind. Oder Kinder sind ukrainische Staatsbürger und die Eltern sind nicht ukrainische Staatsbürger. Oder die Menschen, die schon länger in der Ukraine ihren Wohnsitz hatten, faktisch Ukrainer sind, aber immer noch nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Das sind Sachen, die in der Praxis uns Beschäftigung und auch Lösung schreien. Aber auch hier muss man schon sagen, dass die Ausländerbehörden erstmal vorläufig den großen Teil dieser Bevölkerung ein vorläufiger Aufenthaltserlaubnis, auch diese dreimonatige Aufenthaltserlaubnis erteilen und dann erstmal im Anschluss schauen, wie es dann weitergeht. Es sind große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Faktisch, wenn man jetzt mich vom Flüchtlingsrat fragt, wo sind die Probleme? Die Probleme ist einfach, was die Unterbringung betrifft. Also die Menschen haben wenig Chancen, auf dem Wohnungsmarkt eine adäquate Wohnung zu finden, eine menschenwürdige Wohnung finden. Und wir machen uns nichts vor. Es gibt ganze Menge Schrottimmobilien, vielleicht weniger bei uns in Hannover, in Niedersachsen, aber auch wo überteuert an Menschen vermietet werden. Und da muss man auch die Kommune muss erstmal natürlich schauen, ein Auge drauf werfen, sind da überhaupt menschenunwürdige Verhältnisse? Und auch da sind wieder die Kommunen völlig unterbesetzt und überfordert. Und das alles zu überprüfen, ist alles schwierig. Insgesamt, was Gemeinsamkeiten betrifft, ist, dass 2015 zahlreiche Menschen zu uns gekommen sind. Da hat es überwiegend in unserer Bevölkerung, das will ich hervorheben, eine Willkommenskultur gegeben. Insgesamt war eine positive Stimmung gegenüber den Flüchtlingen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch nach 2016, 2017 ist die Stimmung gekippt. Und wir haben hier als Folge eine rechtsradikale Partei bekommen, die jetzt leider über Jahre konstant eine bestimmte Prozentzahl bekommt und vielen Landesparlamenten, so auch Bundesparlamenten vertreten ist. Und es ist kein Zufall, dass eben diese Menschen, diese rechtsradikale Parteien, Sympathien für die Aggressoren hegen. In Frankreich haben wir das gemerkt, nicht? Das müssen wir mit Erschrecken wahrnehmen, dass unsere Demokratie nicht so stabil scheint, wie wir uns das wünschen. Nicht, dass eine rechtsradikale Partei, eine Partei, eine Person, die offen mit Putin sympathisiert, also bis 2 Wochen vor der Wahl schien ja da wirklich ein Kopf an Kopf rennen, dann ist es so, dass die Vernunft der Franzosen dazu geführt hat, dass wir das nicht bekommen haben. Also ich mache mir Sorgen
um die Stabilität unserer Demokratie. Ich mache mir Sorgen, dass hier irgendwann vielleicht auch die Stimmung kippt, dass die rechtsradikale Parteien wie die AfD noch mehr Zuspruch bekommen. Die Folgen des Krieges, die juristischen Folgen der Versorgung der Flüchtlinge, natürlich werden wir uns darum kümmern. Das ist unsere Uraufgabe, das auch zu lösen. Aber was ist, wenn dieser Krieg noch weiter andauert und wenn wir nicht nur 3.000, sondern viel mehr Flüchtlinge zu uns bekommen? Und da wir müssen Wohnraum schaffen. Wir müssen in den Kommunen dafür sorgen, dass die Menschen unwürdig untergebracht werden können. Und ich befürchte, dass da auch in Kapazitäten wir stoßen. Wir an unsere Kapazitäten stoßen. Das ist, und wenn es dann soweit ist, muss die Politik entgegensteuern. Die Frage ist immer, was ich am Anfang gesagt habe, was ich irgendwie recht, was wir immer gefordert haben. Lieber, wir wollen nicht, dass Menschen zu uns fliehen. Und wenn sie natürlich vor Krieg zu uns fliehen, müssen wir uns um die sorgen. Keine Frage. Aber wir wollen in erster Linie, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Und die größte Lehre ist, was ich mir wünsche, ist, dass man endlich aufhört, mit Aggressoren, mit Diktatoren zusammenzuarbeiten, die wirtschaftlich so aufrüsten und die dann irgendwann in der Lage sind, durch das Geld, das sie durch uns verdient haben, ihr Unwesen, ihr Angriffskrieg finanzieren. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben. Es scheint so, dass auch ein Umdenken in der Politik, auch in der Bundespolitik auf europäischer Ebene der Fall ist. Aber wie wir jetzt damit umgehen, welche Konsequenzen das für unser Handeln, für die Zukunft ist, wenn wir abwarten müssen. Vielen Dank erstmal. Das ist dann meine Einschätzung für den Anfang. Dankeschön, Herr Kiloglu. Danke auch an Herrn Gente. Herr Kiloglu, Sie haben es gerade schon angesprochen, das Erstarken der Rechtsextremität und auch in unserer Gesellschaft, was eine gute Überleitung ist dazu, über unsere Gesellschaft hier auch mal zu sprechen. In Deutschland war es ja auch vor allem die AfD, die sehr stark geworden ist durch diese Debatte und sich die Meinungen in Deutschland auch sehr gespalten haben darüber, wie man mit Flüchtlingen umgeht, wie die jetzt integriert werden sollen oder eben auch nicht und was politisch eben dann auch daraus geworden ist in der Debatte. Haben wir es diesmal wieder zu erwarten oder scheint es so, als wäre jetzt mal von Deutschland gesprochen, vielleicht auch von europäischer Ebene, wären die Meinungen geeinte diesmal im Fall der ukrainischen Flüchtlinge, Herr Oetjen und Herr Gente vielleicht? Also wir haben auf jeden Fall eine größere Einigkeit innerhalb der Europäischen Union, was den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine angeht. Allerdings heißt das nicht, dass es eine gemeinsame Haltung innerhalb der Europäischen Union zur Migrationspolitik und zu Asyl insgesamt gibt. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich ein Stück weit gehofft hatte, dass in der Situation, in der Polen und Ungarn jetzt sind, die ja die beiden Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, die eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik auf der europäischen Ebene blockieren, das ist schon seit Jahren, dass diese Situation dazu führt, dass sie sagen, okay, jetzt sind wir mal auf Hilfe und Solidarität angewiesen und es sind nicht Griechenland, Italien, Spanien, also die üblichen Erstankunftsländer. Und wir machen jetzt einen Schritt, aber diesen Schritt machen sie nicht, im Gegenteil. Die Polen beispielsweise, die Nation sind, die am meisten Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit aufnehmen, sagen ja ganz einfach, nein, wir wollen auch keine Hilfe von den europäischen Agenturen, die da sind, also Frontex als Grenzschutzagentur oder der Asylagentur EASO. Die wollen die nicht. Die sagen, wir kümmern uns da alleine drum. Es reicht, wenn uns das Geld gibt. Und das zeigt eigentlich, dass es keine Änderung in der Sichtweise gegeben hat. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wir wegkommen von diesem Prinzip, das wir im Asylrecht haben, dass der Erstankunftsstaat derjenige ist, der sich um den Asylbewerber kümmern soll, das Dublin-Prinzip. Wir arbeiten auch im Europäischen Parlament gerade an einer Nachfolgeregelung,
für Dublin. Aber wir sehen halt, dass das im Moment nicht funktioniert und dass es unheimlich schwierig ist, konstruktiv an, ich sag mal, an der Rahmengesetzgebung zu ändern. In der, ich sag mal, im akuten Handeln jetzt beim Thema Ukraine sind wir uns sehr, sehr schnell einig auf der europäischen Ebene zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aber immer wenn es daran geht, Rechtsänderungen, also Rechtssetzungen neu zu gestalten, dann ist die Gemeinsamkeit leider schon zu Ende. Und ich möchte noch auf eins eingehen, was der Dündar Kulullu gesagt hat, bezüglich der Kommunen. Ich glaube in der Tat, dass wir Nachholbedarf haben bei den Kommunen, was die Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung angeht. Ich habe von verschiedenen Kommunen aus verschiedenen Bundesländern gehört, dass zum Teil nach der Flüchtlingskrise 2015, 2016, als die dann weniger zu, also da sind ja Leute hingekommen, auch in die Ausländerbehörden, als die dann weniger zu tun hatten und die Corona-Krise kam, dass die in die Gesundheitsämter verschoben wurden. Also die normalen Verwaltungsmitarbeiter, jetzt keine Spezialisten, sondern die Antragsbearbeitung ganz einfach machen. Und ich glaube, dass wir deswegen dringend dafür werben müssen, dass die Kommunen die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Asylbehörden auch wieder erhöhen. Es ist ja so, es ist ja richtig, dass die nach den 90 Tagen dann auch durch sozusagen die Verwaltungsmühlen ein Stück weit müssen. Das ist alles sicherlich ein bisschen unbürokratischer. Aber auch die, die jetzt nicht den ukrainischen biometrischen Pass haben, mit dem man das ganz sozusagen einfach dann praktikabel machen kann, müssen ja in der Folge dann weitermachen. Und ich glaube, dass wir da nacharbeiten müssen, ganz einfach. Denn das, was die Lehre ja ist aus der Syrien-Krise, ist, dass wir Integration nur dann hinbekommen, wenn wir möglichst schnell Sprache und Arbeit ermöglichen. Also Sprachunterricht auf der einen Seite und Arbeitsaufnahme auf der anderen Seite. Das sind die beiden Katalysatoren für Integration. Und niemand weiß, wie lange die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ankommen, da bleiben werden. Wir wünschen ihnen, dass der Krieg schnell vorbei ist und dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Und ich glaube, dass die sich das auch wünschen. Aber die Wahrheit ist halt, dass es niemand weiß. Wie lange das dauern wird. Insofern finde ich persönlich, dass wir möglichst schnell dafür sorgen müssen, dass alle Möglichkeiten, alle Hebel gezogen werden, die positiv für Integration sind und für Arbeitsaufnahme. Wenn ich da gleich einhaken darf, ist ja eben schon angesprochen worden, dass es durchaus ja zu gesellschaftlichen Spannungen teilweise führt, die Situation jetzt hier. Und insofern hat mich das Verhalten der osteuropäischen Länder, genauso wie Jan Christoph, auch wirklich enttäuscht. Man muss ja sehen, ich habe vor kurzem auch einen Bericht der Welthungerhilfe gesehen, dass die Situation in der Ukraine ja auch zu Spannungen auf dem Getreidemarkt führt. Also insbesondere im nordafrikanischen Raum kann das also zu massivem Hunger führen, sodass es überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass es auch insoweit nochmal eine weitere Flüchtlingskrise kommen kann, wo denn wiederum Griechenland, Italien, Spanien auch massiv belastet sind. Also das sehe ich noch nicht, dass uns das sozusagen erspart bleibt, sondern da kann eine zweite Welle auf uns zukommen und auch darauf müssen wir vorbereitet sein, auch als Gesellschaft vorbereitet sein. Und da sehe ich schon, dass es da verschiedene Tendenzen gibt. Also im Moment, zumindest für Niedersachsen kann ich das sagen, gibt es keine Ablehnung der ukrainischen Flüchtlinge. Aber man hat zum Beispiel auch schon russische Autokorsos da gesehen. Es gibt auch Chatverläufe bei Telegram und Ähnliches, wo auch russischstämmige Menschen, die mit dem Verhalten Russlands irgendwie einverstanden sind, massiv gegen hier lebende Ukrainerinnen und Ukrainer vorgehen, auch gegen die Flüchtlinge vorgehen. Also da wird ein Stück weit dieser Konflikt, den es dort gibt, ja auch nach Deutschland importiert. Und das ist ein Punkt,
Da müssen die Sicherheitsbehörden auch wirklich sehr, sehr sensibel sein, weil das darf uns auf keinen Fall passieren, dass die Menschen, die dort, sagen wir, aus der Ukraine fliehen, denn hier am Ende doch irgendwie noch Gewalt erfahren oder irgendwie gesellschaftlich unter Druck geraten. Das müssen wir definitiv verhindern. Angesprochen war eben auch nochmal die kommunalen Finanzen. Es ist ja noch gar nicht so richtig geklärt, was die Kommunen jetzt eigentlich an Finanzhilfe bekommen für die Unterstützung der Flüchtlinge. Das bedauern die Kommunen im Moment auch ganz massiv, weil die stochern da insoweit im Nebel, was sie eigentlich an Geld wiederbekommen für die Leistungen, die sie jetzt schon erbracht haben. Und bis zum 1.6., wo denn der Bund zuständig ist für die Grundsicherung, an Kosten haben werden, was sie davon zurückkriegen. Und da hängt natürlich auch eine ganze Menge dran, unter anderem eben halt auch die Möglichkeit, die Ausländerbehörden entsprechend auszustatten und die ganz konkrete Hilfe auch vor Ort zu leisten. Also die ganz praktische Hilfe, dass gezeigt wird, wo die nächste Apotheke ist und so weiter und so fort. Also dass auch Menschen, die jetzt nicht mit dem Auto aus der Ukraine gekommen sind, auch irgendwie mobil gehalten werden und dann nicht auf dem platten Land sind und was weiß ich, keine Möglichkeiten haben, irgendwie im urbanen Bereich ihre Einkäufe zu tätigen oder was auch immer zu tun. Also da sind ja ganz viele praktische Erwägungen auch, was dann am Ende bei den Kommunen hängen bleibt und am Ende auch dann irgendwie Geld kostet. Und völlig zu Recht angesprochen wurde auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Das bedauern wir als FDP auch schon, solange ich denken kann. Da geht es aber auch wirklich darum, dass man das Baurecht auch ein Stück weit entschlacken muss. Also es ist nicht nur so, dass die Handwerker fehlen oder dass die Materialien immer teurer werden. Wir stehen uns da auch ganz oft selbst im Weg. Ne? Also dass wir da Vorschriften, Parkplätze und was weiß ich was alles noch haben, die teilweise ja wirklich absurd sind, was die Bautätigkeit eben halt auch ausbremst. Also auch da müssen wir als Deutsche endlich mal zulernen und mal in die Pötte kommen. Also man sieht, diese ganze Krise ist eigentlich ein bunter Strauß von politischen Problemen und ein bunter Strauß von Dingen, die liegen geblieben sind über viele Jahre. Vom Katastrophen- und Zivilschutz der Bevölkerung mag ich an dieser Stelle gar nicht mehr reden. Da die Zeit schon fortgeschritten ist, fange ich hier mal an, schon die Fragen unserer Zuschauer mit einzubauen. Und zwar haben wir eine Frage, die an dieses Thema quasi angrenzt. Und zwar ist die Frage, sehen Sie eine ernste Gefahr, dass bald aufgrund der ökonomischen Situation, also Inflation, steigende Energiepreise, Wohnraumnot, was wir eben gerade schon angesprochen haben, in Deutschland die Stimmung in der Bevölkerung wieder kippt und die AfD dann davon profitieren wird? Also ich weiß nicht, ob ich antworten soll, aber Dündar Kelulu hat das ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass er diese Sorge teilt. Ich teile die auch, weil ich glaube, dass man nie davor gefeit ist, dass Populisten mit einfachen Antworten Menschenfänger spielen. Und einfache Antworten sind meistens nicht die, die gut funktionieren, oder die funktionieren gut im Sinne von, sie bringen vielleicht Leute an die Urne, aber sie sind meistens eben einfache Antworten, aber keine, die in der Praxis funktionieren. Und ich glaube, dass wir gesellschaftspolitisch und als Politiker eine Verantwortung haben, dass wir im Diskurs, im politischen Diskurs streiten, unterschiedliche Meinungen darstellen und unterschiedliche Wege aufzeigen, aber das in einer Art und Weise tun, die sich klar abgrenzt von der extremen Rechten. Das, was in Frankreich passiert ist, ist ja, dass bestimmte politische Aussagen und bestimmte Verhaltensweisen deswegen gesellschaftsfähig geworden sind in Frankreich, weil sie am Ende imitiert wurden von einem Präsidenten wie Sarkozy, der gesagt hat, man muss mit dem Kercher durch die Vorstädte gehen oder mit Sprüchen wie, ich spare Ihnen das. Aber es ist gesellschaftspolitisch akzeptiert geworden, weil
aus der politischen Mitte heraus, also aus den demokratischen Parteien des politischen Spektrums, ähnliche Sprüche gemacht wurden oder ähnliche Signale in die Bevölkerung gegeben wurden. Und dann denken die sich halt, dann ist ja vielleicht doch was dran, wählen aber am Ende doch lieber das Original als die Kopie. Und ich glaube, dass deswegen zu jedem Zeitpunkt wir aufpassen müssen, dass wir erstens nicht diese, dass wir keine Vorurteile bedienen und dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen, aber dass wir die nicht gesellschaftsfähig machen und solche Positionen nicht gesellschaftsfähig machen und dass wir zu jedem Zeitpunkt, wenn jemand mit rechtsextremen oder ausländerfeindlichen, rassistischen, homophoben oder was Sie sich auch immer vorstellen können, sprechen kommt, dann sagen, das akzeptieren wir nicht und du bist nicht Teil dieser Gesellschaft, wenn du dich in diese Richtung äußerst. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber die Sorge teile ich, denn wir sind in der Zeit, wo die Inflation galoppiert und die EZB, die ja unabhängig ist, im Prinzip kaum was dazu macht. Kilulu und Marco Gente haben das Thema Wohnungsnot angesprochen, dass viele Menschen ein Stück weit auch wie eine alleine gelassen werden empfunden wird. Und da ist schon sozialer und gesellschaftlicher Sprengstoff drin. Das glaube ich schon. Vor allen Dingen ist es Aufgabe der Politik, die Probleme tatsächlich zu lösen. Und ich sage mal, nicht im Gezank zwischen den demokratischen Parteien oder vielleicht noch irgendwie wahltaktisch irgendwelche Dinge liegen zu lassen, nicht zu machen oder nur schlecht zu machen. Ich glaube, die beste Methode, Rechtsextremismus zu verhindern, ist, die Probleme der Menschen auch tatsächlich zu lösen. Und da, glaube ich, müssen wir aus 2015 lernen und noch viel, viel deutlicher, ich sage mal, zusammenstecken und einfach arbeiten. Ja, was mit Erschrecken wahrgenommen habe, dass Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns zugewandert sind, also ich bin fern davon, hier einen Generalverdacht zu machen und alle in die Nähe von Herrn Putin zu schieben. Also das will ich mal darstellen. Allerdings, wenn wir von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sprechen, dass Menschen zu uns gekommen sind und sich nicht wie Demokraten verhalten und für Despoten, für Verbrecher, für Angriffsmenschen, die einen Angriffskrieg angezettelt haben, den Völkermord begehen, auf die Straße gehen. Das ist das, da habe ich wirklich, das muss ich mit Erschrecken wahrnehmen. Und da muss ich als Gesellschaft sagen, was haben wir da falsch gemacht? Wir haben es nicht versäumt, dass wir es erreicht haben, dass die Menschen und dieser Kreis von Menschen, die mit uns zusammenleben, die deutsche Staatsbürgerschaft auch haben, nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich identifizieren. Das ist ein Problem. Wir haben auch am Wochenende auch eine kleine Demo gehabt von Menschen, die aus Syrien, aus Libanon, aus vielen Bereichen zu uns gekommen sind, die dort Opfer von Kriegen geworden sind, die vor Despoten, vor Diktatoren geflohen sind. Das sind Menschen, die auch Antisemiten sind, antisemitischen Diktatoren geflohen sind, die aber hier hingekommen sind, leider auch diese antisemitische Haltung, einen Teil von denen mitgenommen haben. Und dann mitten auf der Straße in Hannover einen Menschen, der den jüdischen Menschen auf offener Straße bei uns angegriffen. Das ist geschehen. Das muss ich mit Erschrecken wahrnehmen. Und das müssen wir als Gesellschaft selbstkritisch hinnehmen. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben es nicht geschafft, diesen Menschen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie beizubringen oder nahezulegen. Nicht? Und das ist für mich ein Sprengstoff, eine Problematik, die sich daraus ergibt, dass wir auch in der türkischen Community gibt es einen ganz große Sympathie für Herrn Erdogan, der auch die Rechtsstaatlichkeit aushöhlt, der Menschen nur deshalb hinter Gitter bringt, weil sie ihre Meinung äußern. Das ist zwar ein ganz anderes Thema, das ist nicht unser Ukraine-Thema, da sieht man, dass wir es nicht geschafft haben, bei einem bestimmten Bevölkerungsrat überhaupt Zugang zu bekommen. Die konsumieren nicht unsere Medien. Die sind, was Wertevorstellungen betrifft, außerhalb unserer Gesellschaft. Und das ist für mich ein gesellschaftliches Problem, ein Problem, das ich sehe. Und da müssen wir innerhalb der, was die politische Bildung betrifft,
Wenn wir von Integrationskursen sprechen, wenn wir von Integration sprechen, dann müssen wir diesen Menschen auch die Errungenschaften unserer Demokratie beibringen. Denn es ist gut, es ist für uns eine Anerkennung, dass Menschen zu uns zuwandern, uns als Land der Zufluchtsort machen, aber dieses Land und unsere Stärke, unseren Wohlstand verdanken wir auch in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das muss klar sein. Das muss eindeutig sein. Deshalb müssen wir in die Pflicht genommen werden. Wir als Gesellschaft, auch ich als Flüchtlingsrat, müssen wir auch selbstkritisch auch sagen, dass wir in dem Bereich viel Nachholbedarf haben. Eine weitere Frage gibt es hier noch zu den Integrationsmaßnahmen. Und zwar geht es darum, dass viele syrische Flüchtlinge bereits schon an deutschen Universitäten studieren, dass es allerdings das Problem gibt, dass viele Jobcenter, kommunale Jobcenter, ich lese kurz vor, einer raschen Arbeitsmarktvermittlung in gering qualifizierte Jobs gegenüber qualifizierten Studienwünschen den Vorzug gaben. Wie kann eine derartige integrationspolitische Kurzsichtigkeit dieses Mal vermieden werden? Und ab welchem Zeitpunkt sollten Ihrer Meinung nach Integrationsmaßnahmen und hier insbesondere Bildungsmaßnahmen ansetzen? Ich mache schon wieder den Start. Ich habe gerade schon direkt eine kleine, kurze Antwort geschrieben. Also zum einen, ich teile das, dass wir sofort loslegen müssen eigentlich und den Menschen sofort die Möglichkeit geben sollten, Sprachkurse zu machen, sofort die Möglichkeit geben sollten, Integrationskurse zu machen, die ganze Palette Integrationslotsen, was es alles gibt, alles sofort ansetzen, weil ich glaube, dass jeder, der anfängt, sich mit Deutschland anzufreunden und unsere Kultur, unsere Sprache und das alles lernt zu verstehen, wie wir funktionieren. Das ist ja nicht so einfach, ehrlicherweise. Also wenn man, der durchschnittliche Deutsche ist für den durchschnittlichen Zuwanderer ehrlich erstmal ein unbekanntes Wesen und ziemlich kompliziert. Dann ist das erstmal immer ein positives Investment, weil Leute, selbst wenn sie dann wieder in ihre Heimat zurückkehren, was gelernt haben über unser Land, Botschafter werden, Türöffner nach Deutschland, zu Deutschen. Und deswegen ist es immer ein Gewinn, wenn Leute wirklich schnell in diesen Bereich reinkommen. Und was das Thema Studium angeht, haben wir auf der europäischen Ebene eine Initiative gestartet. Wir wollen wir haben das Erasmus for Ukraine genannt, weil natürlich es Tausende von Studierenden gibt, die nicht an der Uni jetzt weitermachen können in der Ukraine. Und wir vorschlagen, dass denen eine Möglichkeit gegeben wird, über Erasmus innerhalb der Europäischen Union zu studieren. Das ist leider bisher noch bei nicht so vielen Mitgliedstaaten auf positive Rückmeldungen gestoßen. Aber was dieses Thema Studien Aufnahme angeht, sind wir auch im Gespräch mit BMI und BMBF, also Frau Faeser und Frau Stark-Watzinger und ein paar Kollegen im Deutschen Bundestag, die sich des Themas auch annehmen wollen. Ich hoffe, dass es da positive Ergebnisse gibt. Ich sage das mal so offen. Ich möchte auch hier das Wort mal ergreifen. Die Problematik liegt nicht darin, dass den Menschen nicht der Zugang zum Studienplatz verwehrt wird, sondern es geht um die Finanzierung. BAföG ist ein Riesenthema und das knüpft natürlich an einem sicheren Aufenthaltsrecht. Das wird ja nicht, ich habe diese Frage noch nicht geprüft, was jetzt ukrainische Flüchtlinge betrifft, ob jetzt dieses Aufenthaltsrecht, vorübergehendes Aufenthaltsrecht, ist erstmal kein sicheres Aufenthaltsrecht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und und dass einem Asylbewerber, der Anspruch Asylbewerberleistungsgesetz hat, wir haben aktuell, was Ukrainern betrifft, ist ja erstmal der Zugang nur zum Asylbewerberleistungsgesetz möglich. Und diese gesetzliche Änderung ist ja erst zum 1.6. Jahr vorgesehen. Von daher ist die Finanzierung problematisch und eine Behörde, eine Kommune tut sich schwer, weil das dann auch das Instrument dazu fehlt in dem Asylbewerberleistungsgesetz, dass ein Studienplatz über Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Und dann wird dann auf BAföG verwiesen und BAföG ist erstmal dort
wird sich nicht als zuständig sehen. Förderung wird dann ist problematisch. Das heißt, wir müssen hier insgesamt die Finanzierung eines Studiums in den Mittelpunkt stellen, und mit dem Instrument, was wir haben, ist es absolut problematisch. Dann bleibt nur den Menschen übrig, die dann ihr Studium durch Nebentätigkeiten, Nebenjobs finanzieren müssen. Also daraus ist auch ein Regelungsbedarf, ein gesetzlicher Regelungsbedarf in dem BAföG-Bereich absolut notwendig. Da kann ich ja an die Politik richten. Wir haben ja hier Politiker, die auch zwar auf Landesebene nicht in der Regierung beteiligt sind, aber trotzdem über die Partei auf Bundesebene beteiligt sind, weil es eine Bundesangelegenheit ist. Da kann man ja Initiativen starten. Da bin ich ja an der richtigen Adresse. Okay, ich nehme an, Herr Gente möchte sich nicht mehr dazu äußern. Alles gesagt. Okay, alles klar. Eine Frage haben wir noch. Ich glaube, die ist inhaltlich, geht die auf was anderes hinaus, ein bisschen, was wir in unserer Veranstaltung heute besprochen haben. Aber es geht darum, dass aus Afghanistan und aus Syrien viele männliche Flüchtlinge kamen. Und in der Ukraine ist es gerade so, dass die Männer dort bleiben müssen und hauptsächlich Frauen und Kinder oder ältere Menschen das Land verlassen oder auch freiwillig dort bleiben, um das Land zu verteidigen. Die Frage ist, welchen Grund sehen Sie dafür, dass die Flüchtlinge so anders sind, dass diesmal eben nicht die Männer kommen, wie das damals 2015, 2016 in der Flüchtlingswelle der Fall war? Den Grund haben Sie eigentlich eben schon genannt, ne? Also die Ukraine lässt die Männer, die wehrfähigen Männer, schlicht und ergreifend nicht raus. Ich glaube, viele wollen auch nicht gehen, sondern die sind ja, ich sag mal, da extremst motiviert, ihr Land auch wirklich zu verteidigen. Die Situation 2015 war eben halt sehr viel schwieriger für die Menschen dort vor Ort. Also der Weg ist ja übers Mittelmeer und sowas sehr viel länger. Die Strapazen haben wahrscheinlich viele junge Männer am besten überstanden. So haben es die Familien da wohl auch gesehen. Und entsprechend hat sich denn, ich sag mal, haben sich die Flüchtlinge dann auch zusammengesetzt, die hier sind. Aber Tatsache ist natürlich, darauf muss man dann reagieren. Also ich sag mal, wir hatten viele unbegleitete Minderjährige 2015. Das ist jetzt so gut wie überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, in Niedersachsen sind 5 oder so angekommen. Das ist meine letzte Zahl, die ist allerdings 2 Wochen alt. Also die Probleme liegen wo ganz anders, ne? Also ich habe von einer Lehrerin heute erzählt bekommen, dass die ukrainischen Schüler, die, sag ich mal, aus dem Lernen kommen, sich sehr viel leichter tun, auch jetzt die deutsche Sprache zu lernen. Also es geht alles sehr, sehr viel schneller als vielleicht ein junger afrikanischer Mann, der, sag mal, vielleicht gerade mal alphabetisiert ist oder vielleicht das auch noch lernen muss. Der hat natürlich einen wesentlich weiteren Weg irgendwie zu gehen als jetzt ein Mensch aus der Ukraine. Also das unterscheidet sich schon ganz massiv. Wo ich mir wirklich Sorgen mache, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieser gesellschaftliche Zusammenhalt bei uns in Deutschland. Weil wir werden diese Herausforderung nur dann bestehen, wenn diese Gesellschaft auch wirklich zusammenbleibt. Und das sind diese Dinge, was eben auch schon angesprochen worden ist, diese Fake News, die ja auch viele russischstämmige Menschen, die hier schon leben, umtreiben, weil die eben halt den ganzen Tag russische Staatspropaganda und Ähnliches sehen, finde ich dann eine sehr, sehr große Gefahr. Und das ist ja nicht nur in Frankreich so gewesen, dass es da, sag mal, drohte zu kippen. Die Amerikaner haben den Donald Trump gewählt. Wir haben den Brexit erlebt, wo auch Fake News und wirklich Lügen und völlig falsche Informationen dramatische Folgen denn auch für die Gesellschaft dort hatten. Und daraus müssen wir als deutsche Gesellschaft auch lernen. Und das kann eigentlich immer nur heißen Bildung, Bildung, Bildung. Also wir müssen die Menschen einfach in die Lage versetzen, sich kritisch mit dem, was sie denn da geboten bekommen, in den Social Media, wo auch immer, sich kritisch damit auseinandersetzen. Ansonsten sehe ich da sehr große Probleme. Also ich habe kurz mit einem Polizisten gesprochen, einem jungen Polizisten, der also völlig von den Socken war, weil er eine Demonstration begleiten musste, wo die Leute dort behauptet haben, sie würden in einer Diktatur leben in Deutschland.
Also völlig widersinnig. Es gibt keine freie Demonstration in einer Diktatur. Also es ist völlig, man kann denn da auch nicht mehr reden mit den Menschen, weil sie sich dann wirklich in einer Blase befinden. Da fehlen einem einfach nur die Worte. Und darauf müssen wir dringendst reagieren. Ja, ich nehme mal an, die beiden anderen möchten nichts mehr dazu sagen. Dann belassen wir es dabei. Vielen Dank, Herr Gente. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen drei, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier mit uns zu diskutieren und Ihre Meinung mit uns zu teilen und Ihre Einschätzungen vor allem. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern, die dabei waren heute und auch tolle Fragen gestellt haben. Und wie gesagt, ich verweise nochmal auf den Blog, der im Chat steht, wo Sie sich informieren können über die Situation. Und somit wünsche ich allen einen schönen restlichen Abend. Vielen Dank.